Genau, Leistungsfußball ist es besonders wichtig, dass man hinsichtlich seiner Fähigkeiten in diesem Ressort möglichst breit aufgestellt ist. Man braucht natürlich dafür die entsprechenden Tools im Hinblick auf die Ausbildung der Spieler. Und man muss natürlich auch dann im Beruf dazu lernen und sein Wissen vertiefen. Und dann wird man auch die Möglichkeit haben, die entsprechenden Fragestellungen entsprechend zu bewerkstelligen. Unser neuer berufsbegleitender Zertifikatsstudiengang Sportdirektorin im Nachwuchsleistungs- und Amateurfußball bereitet die Teilnehmerinnen durch eine aufgabenspezifische und wissenschaftlich fundierte Aus- und Weiterbildung für die Aufgaben eines Sportdirektors, einer Sportdirektorin vor. Die größten Herausforderungen für mich sind praktisch täglich Entscheidungen zu treffen in vielen Ressorts. Da geht es um Finanzen, um Spieler, um Personal, Akquise etc. Und ja, das ist natürlich wichtig, dass man kompetent, möglichst zeitnah und natürlich auch verlässliche Entscheidungen trifft. Das Zertifikat vermittelt umfassendes Wissen in der Teamsportart Fußball, Inhalte zur Führung, zur finanziellen sowie strategischen Planung, zur Entscheidungsfindung und Prozessen, HR-Management, Rechtsberatung und zum Umgang mit Medien und Entwicklung in der Talentdiagnostik. Das Berufsfeld des Sportdirektors ist generell ein sehr ja, umfassendes, aus meiner Sicht eher strategisch ausgerichtetes. Und soweit ich mitgekriegt habe, gibt es im deutschsprachigen Raum nur sehr wenige Ausbildungsmöglichkeiten. Im englischsprachigen Raum hat sich das Thema schon seit geraumer Zeit etwas mehr Beliebtheit erfreut. Aber ich freue mich umso mehr, dass die Deutschen damit nachziehen. Das Zertifikatsstudium ist berufsbegleitend konzipiert und richtet sich insbesondere an Ex-Profis, Ex-Spieler, Ex-Spielerinnen und Akademikerinnen mit einem sportwissenschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Abschluss. Los geht's im Frühjahr 2022. Anmeldeschluss ist der 1. Dezember 2021. Es sind in letzter Zeit sehr viele Trainer und auch professionelle Fußballspieler den Weg über die Nachwuchsleistungszentren in den Profisport gegangen. Das Zertifikat der Deutschen Sporthochschule unterstützt natürlich dabei und vermittelt entsprechendes Wissen, um diesen Weg auch erfolgreich gehen zu können.